Ja, bei mir ist als Gast Ruth Humbel, Nationalrätin. Sie vertritt, neu heißt die Partei, die Mitte. Sie ist Nationalrätin aus dem Kanton Aargau seit 2003 und ist eine Sozialpolitikerin, die schon lange dabei ist, auch unter anderem die Sozialversicherung zu reformieren oder versucht zu reformieren. Wir haben im Moment die Corona-Krise, eine zusätzliche Belastung, auch finanziell wachsende Schulden. In der Diskussion um die Reformen in der Vorsorge, spürt man diesen zusätzlichen Druck schon? Im Moment spürt man diesen zusätzlichen Druck noch nicht. Eigentlich im Gegenteil, es scheint gelegentlich, als ob alles weitergehen soll, wie es ohne diese Krise geschehen wäre. Also wenn wir jetzt denken, die Diskussion bei der AHV, bei den Kompensationsmaßnahmen, wo eigentlich gleich viel Geld ausgegeben werden soll aus Sicht der Linken, wie eingespart werden könnte. Oder auch beim BVG, wenn die Sozialpartner einen Vorschlag bringen, der auch 200 Franken mehr bringt für alle, auch für diejenigen, die im überobligatorischen Bereich eigentlich vorbereitet sind und sich einkaufen können zusätzlich. Da muss man feststellen, dass eben diese Erkenntnis, dass wir doch in eine schwierige Lage kommen werden, erst gehe ich davon aus, wenn die eben Steuereinnahmen weniger sind, wenn auch die Arbeitsplatzsituation schwieriger wird, allenfalls auch die Sozialabgaben zurückgeben, dass diese Situation eigentlich noch nicht berücksichtigt wird. Sie würden sich wünschen, dass man das schon mehr in die Diskussion einbringen oder mehr berücksichtigen würde? Ja, ich würde das mir sehr wünschen, weil es geht ja nicht darum, diejenigen, die wirklich unterstützt werden müssen, die Kompensation brauchen, ist im obligatorischen Bereich dort zu kürzen, sondern es geht einfach darum, dass man nicht dort, wo es eigentlich nicht angezeigt ist, eben im BVG im überobligatorischen Bereich, auch bei der AHV, auch bei den Kompensationsmaßnahmen, dass man dort eigentlich Geld ausgibt, wo es nicht nötig ist. Gehen wir doch in die Details oder in die einzelnen Reformprojekte der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen. Sprechen wir über die erste Säule. Hier sollen schon lange Reformen gemacht werden. In der aktuellen Reform, sie heißt AHV 21, geht es vor allem um die Angleichung des Frauenrentenalters. Das ist mehrfach gescheitert, die Erhöhung von 64 auf 65. Ganz kurz, Frau Humbel, warum soll das jetzt klappen? Ja, ich denke eigentlich, dass die Einsicht doch langsam kommen soll, dass ein gleiches Rentenalter angezeigt ist. Also zumal ja bei der Einführung der AHV 1947 war das Rentenalter für Männer und Frauen bei 65. Wenn wir auch sehen, dass doch die Lebenserwartung der Frauen noch etwas länger ist, also dass wir immer noch statistisch 3,5 Jahre längere Lebenserwartung und auch längere AHV beziehen können, dann ist es eigentlich angezeigt, das Alter anzupassen. Ich sehe die gewissen Nachteile noch bei der Lohngleichheit beispielsweise, aber das ist einfach eine andere Frage, die man nicht jetzt einfach als Pfand gewissermaßen mit der AHV verknüpfen soll. Trotzdem, die Frauen werden diese Reform mit längerer Arbeit mitfinanzieren. Sie müssen die Frauen davon überzeugen, hier mitzumachen. Wie wollen Sie das schaffen? Ja, ich denke eigentlich, ich gehöre ja irgendwie zu dieser Generation und ich gehöre eigentlich auch zu dieser Generation, die eine Ausbildung machen konnte, die sich auch entscheiden konnte, zusammen natürlich mit dem Partner auch, ob die Erwerbstätigkeit weiterzuführen. Und das sind heute viele Biografien, die ähnlich laufen. Wir haben heute auch die Situation, dass die Frauen alle eigenständige Beitragssubjekte sind. Also wir sind nicht einfach Anhängsel des Mannes, wie das eigentlich im Familien-, im Gesellschaftsbild anfangs 20. Jahrhundert war. Jede Frau bezahlt selber AHV-Beiträge, wenn sie Kinder hat, durch die Betreuungsgutschriften, was ja richtig ist. Und diese Vorteile auch, also diese Situation ist zu berücksichtigen. Deshalb haben wir ja auch praktisch die gleichen AHV-Renten für Frauen und Männer. Die große Differenz haben wir in der zweiten Säule und das müssen wir auch in der zweiten Säule lösen. Darauf kommen wir noch. Jetzt trotzdem eine Rentenaltererhöhung und daran ist es jetzt auch schon öfters gescheitert, muss vom Volk bewilligt werden, es muss an die Urne. Das ist eben schwierig und könnte man sagen, die direkte Demokratie ist hier so eine Art Reformhürde. Ja, die direkte Demokratie hat natürlich in diesen Bereichen schon gewisse Nachteile, weil wir sind länger je mehr in einer Betroffenheitsdemokratie,
wo sich jede Person überlegt, was nützt sie mir, was bringt sie mir oder was schadet sie mir allenfalls eine Neuerung. Und dass man weniger eigentlich das Gesamtinteresse im Auge hat. Und da ist es natürlich immer eine Herausforderung, weil wir werden bei der AHV, wir werden bei der zweiten Säule ein Referendum bekommen. Und da denke ich einfach, sind es primär die Jungen, die angesprochen werden müssen. Es geht eigentlich um ihre Zukunft auch, um ihre Rentensicherheit. Und es geht auch die Älteren, eigentlich die Rentnerinnen und Rentner, denen ja nichts genommen wird und die eigentlich treue Wählende sind, dass man diese beiden Generationen vor allem überzeugen kann von notwendigen Reformen, die eigentlich den jetzigen Rentnerinnen und Rentner keineswegs schaden und aber die den jungen zukünftigen Generationen sehr nützen. Es gibt immer wieder Versuche, diese Diskussion zu entpolitisieren. Es gibt den Vorschlag beispielsweise, dass man das Rentenalter an die Lebenserwartung automatisch knüpfen würde. Sind Sie da dafür? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, also ich würde mir das wünschen. Und wenn wir uns vorstellen, dass alle skandinavische Länder solche Modelle haben, wo wir eigentlich immer den ausgebauten Sozialstaat etwas kritisiert haben noch vor Jahren, jetzt sind sie soweit. Bei uns ist das einfach nicht realistisch. Also in der direkten Demokratie befinden wir eben über das Rentenalter. Und möglicherweise kann das einmal ein Szenario sein in Zukunft, aber im Moment hat das sicher keine Chance. Und ich glaube, wir müssen wieder etwas zurückkommen, Reform der kleinen Schritte. Zwischen 1947 und 1995 gab es 10 AHV-Revisionen, also eigentlich alle 5 Jahre eine Revision. Seither sind alle gescheitert. Das zeigt eigentlich, dass wir in kleinen Schritten diese Reformen angehen müssen und uns nicht vorstellen können, wir können irgendwie die AHV für die nächsten 20 oder mehr Jahre lösen. Man spricht jetzt über einen, könnte man sagen, kleinen Schritt, eben diese Angleichung des Frauenrentenalters. Aber eigentlich gibt es viele, die schon sagen, ja, das reicht nicht, wir müssen noch länger arbeiten. Wer studiert, beginnt vielleicht mit gegen 30 zu arbeiten. Mit über 60 gehen viele schon wieder in die Pension und dann hat man noch 25 Jahre oder mehr vor sich. Also die Erwerbstätigkeit wird immer kürzer und die Erwerbstätigen finanzieren die Jungen und finanzieren dann gerade im Umlageverfahren in der AHV auch die ältere Generation. Das ist eigentlich natürlich ein klares Zeichen, dass eigentlich über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit nachgedacht werden muss. Also das heißt, Sie wären für ein Rentenalter 66 oder 67? Das Problem ist eigentlich jetzt, wenn ich beispielsweise lese, dass die Bank Mirabeau, um einfach ein Beispiel zu nennen, alle über 58-Jährigen auf die Straße stellt und die dann Antworten bekommen, in diesem Alter stellen wir niemanden mehr an, dann zeigen wir, dass es einfach zwischen eigentlich den Forderungen nach einer Erhöhung des Rentenalters und der Realität in der Arbeitswelt schon einen ziemlichen Graben hat. Und auch wieder in der direkten Demokratie muss man das Vertrauen haben, dass man überhaupt so lange arbeiten kann, wie man möchte, dass man auch mit 60 noch eine Stelle findet, wenn man mit bis 65, 66 oder sogar länger arbeiten möchte. Dieses Auseinanderklaffen von der Wünschbarkeit, dass man so lange wie möglich arbeitet oder mindestens 66, 67 und eben der Realität. Was kann die Politik machen, um diesen Widerspruch aufzulösen? Ja, das ist natürlich schon auch eine Sache der Wirtschaft, diese Biografien, diese Arbeitsrealitäten zu berücksichtigen, dass eben auch neue Arbeitsmodelle, diese Bogenbiografien, auch dass man von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sich auch neue Arbeitsmodelle entwickelt, dass man eben nicht immer mehr verdient, je älter man wird, das ist auch etwas realitätsfremd, dass man aber auch bereit ist, Weiterbildung zu betreiben, sowohl von Seiten des Arbeitgebers wie von Seiten der Arbeitnehmenden, dass man sich natürlich ständig weiterbilden muss in der sich schnell wandelnden Arbeitsrealität. Und was politisch gemacht werden kann, vor allem in der zweiten Säule. Es ist ja immer etwas umstritten. Sind jetzt diese Altersgutschriften, die zunehmen, 18% ab 55 Jahren, sind die ein Hindernis, um Ältere anzustellen oder nicht? Sie werden häufig verwendet. Häufig, wie gesagt, das spielt nicht so eine Rolle. Aber ich denke, in einer BVG-Reform müssen wir eine
Glättung dieser Altersgutschriften erreiche. Das ist ja auch nicht, angedacht dass, bei der Vorlage vom Bundesrat. Genau. Da sprechen wir noch drüber jetzt. Aber grundsätzlich bleiben wir noch mal bei der ersten Säule. Mehr Einnahmen, länger arbeiten, das sind etwa die einzigen Vorschläge, die die Politik macht. Mehr fällt Ihnen nicht ein? Nein, also es gäbe noch die dritte, die Renten zu kürzen. Aber das ist eben, das sagen Sie nicht einmal, das ist keine Alternative. Warum nicht? Weil die AHV ist keineswegs übertrieben. Also eine maximale AHV-Rente ist aktuell 2.380 Franken. Die AHV sollte eigentlich gemäß Verfassung die Existenz sichern. Das kann sie nur zusammen mit den Ergänzungsleistungen. Das ist auch Inhalt des Verfassungsauftrages. Also da geht es nicht an, diese AHV noch zu kürzen, zumal die meisten Rentnerinnen und Rentner nicht die maximale AHV-Rente beziehen können, weil man muss 44 Jahre einbezahlt haben, um auf das Maximum zu kommen. Und das hat nicht die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner. Sie haben es schon oft angesprochen, jetzt die zweite Säule, kommen wir zu dieser zweiten Säule. Hier gibt es auch einen Reformstau. Da spricht man schon seit fast Jahrzehnten, beispielsweise von der Erhöhung des Umwandlungssatzes. Also die Leute werden immer älter, die Rente muss immer länger arbeiten. Auch hier die Frage, wie schafft man eine Mehrheit der Leute davon zu überzeugen, dass dieser Umwandlungssatz gesenkt werden soll, was eigentlich eine Rentenkürzung wäre? Ja. Das ist eigentlich schon wieder ein Problem, dass wir ein versicherungsmathematisches Problem direkt demokratisch lösen wollen. Und dazu braucht es die Aufklärung, die Information der Bevölkerung. Es ist eine sehr komplexe Situation. Bei der Altersvorsorge 2020 wurden wir darauf hingewiesen, wir dürfen nicht über den Umwandlungssatz sprechen. Das verstehe niemanden. Und das ist eigentlich ein Grundproblem, dass alle Erwerbstätigen in dieser zweiten Säule sind, aber viele verstehen gar nicht, wie diese zweite Säule funktioniert. Und die Arbeitgeber hätten zusammen mit den Vorsorgeeinrichtungen hier schon auch den Auftrag, besser zu informieren, was eigentlich die zweite Säule ist, wie sie funktioniert. Das im Gegensatz zur AHV, wo wir das Umlageverfahren, eben das Kapitaldeckungsverfahren vorliegt, dass jeder für sich sparen sollte, dass es steuerprivilegiert ist, dass es vom Arbeitgeber unterstützt ist und dass dieser Umwandlungssatz von 6,8% einfach zu hoch ist und in der Folge, dass die garantierten, die versprochenen Renten finanziert werden können, einfach die Jungen, die eine Umverteilung stattfindet, die eigentlich in der zweiten Säule nicht erwünscht ist. Was Sie vorher gesagt haben, das bedeutet, dass es sich eine Art wie eine Allgemeinbildung der vielleicht noch nicht der kleinen Schüler, aber der Schüler und der Auszubildenden wünschen würden, die Wirtschaft zum Beispiel leisten müsste. Also ich denke vor allem, also in der Berufsbildung müsste das eigentlich schon ein Element sein. Und wenn jährlich eigentlich der Auszug zugestellt wird, wie hoch jetzt die Rente sein wird im Pensionsalter, wie hoch der Umwandlungssatz ist, das bekommen zwar die Leute jedes Jahr, aber wie weit das verständlich ist. Also beispielsweise bei der Altersvorsorge 2020 war die Diskussion von 6,8 auf 6%. Da bekam ich verschiedene Zuschriften. Beispielsweise im Kanton Zürich wurde der Umwandlungssatz auf 4,8% reduziert. Dann verstehen die Leute nicht, was soll jetzt das? Bei uns ist er ja schon wesentlich tiefer. Und dass wir diese unterschiedlichen Welten haben, also die umhüllenden, den überobligatorischen Bereich und den rein obligatorischen Bereich bis etwa 85.000 Franken und dass dort dieser obligatorische gesetzliche Umwandlungssatz von 6,8% gilt und dass je länger der bleibt, für diejenigen im überobligatorischen Bereich natürlich der Teil im überobligatorischen Bereich umso stärker gesenkt werden muss, dass das eine Mischrechnung ist letztlich. Das ist schwer zu erklären und auch schwer verständlich. Jetzt im Moment gibt es eine Umverteilung von den Aktiven zu den Alten, von den Jungen zu den Alten. Das versucht man oder möchte man in der laufenden Revision auch ein bisschen ändern. Ist denn das so schlimm? Es gibt einen Generationenvertrag, der heißt auch, dass eben die jungen Menschen halt eben auch arbeiten für die Eltern, trifft vor allem die erste Säule, aber trotzdem ist das so schlimm.
Ja, es ist, was der politische Wille dahinter ist. Und ich glaube eigentlich, mit unserem Zwei- oder Drei-Säulen-System sind wir gut gefahren, auch was Risiken betrifft. Wir haben die erste Säule im Umlageverfahren. Dort ist die Solidarität richtig und da ist sie gefordert. In der zweiten Säule wurde bewusst ein anderes System gewählt, im Kapitaldeckungsverfahren, dass eben jeder mit dem Arbeitgeber zusammen selber spart, steuerprivilegiert. Und da sind eigentlich Umverteilungen nicht das Ziel und nicht angezeigt. Sonst müsste eigentlich diese Säule grundlegend diskutiert werden. Das finde ich auch nicht. Also würde ich eigentlich so nicht unterstützen, weil ich glaube, wir haben auch im Vergleich zum Ausland mit diesem Misch eine gute Lösung. Die eine Frage ist, wie sichert man die Renten bei Menschen, die immer länger leben? Die andere Frage ist, in der zweiten Säule, das haben Sie auch schon angesprochen, die Frage, was macht man, dass Leute, die Teilzeit arbeiten oder eben tiefere Löhne, dass die von der zweiten Säule besser abgesichert werden können? Was kann man da tun? Also das ist ein zentraler Punkt. Neben der Senkung des Umwandlungssatzes ist ein zentraler Punkt bei der Reform eine Besserstellung von Tiefeinkommen. Und das betrifft natürlich vor allem Frauen. Wir haben ja zwei Elemente, die Eintrittsschwelle bei 21.500 Franken und wir haben den Koordinationsabzug. Und es wird ja diskutiert, auch den Koordinationsabzug zu senken. Und kein Modell, das wir jetzt eigentlich gesehen haben, spricht über die Eintrittsschwelle. Und eigentlich ist das, ich möchte die Eintrittsschwelle nicht senken, weil ich denke, dass BVG für Tiefsteinkommen, eben zum Beispiel, wenn man Nebenjobs hat bei dem Studium und so, da wenig verdient, lohnt es sich eigentlich nicht, ist der Kosten-Nutzen-Aufwand zu groß. Aber wenn wir die Teilzeitstellen, also ich plädiere sehr dafür, dass Teilzeitstellen zusammengezählt werden und dann die Eintrittsschwelle natürlich überschritten wird und dann auch noch mit einer Reduktion des Koordinationsabzuges so Teilzeitstellen eigentlich wesentlich besser gestellt werden, weil es gibt verschiedene Arbeitgeber, vor allem im Tieflohnbereichen, die stellen vor allem Frauen unter der Eintrittsschwelle an, also bis 21.000 Franken, dann haben sie kein BVG. Und diese Angestellten möchten ja nicht unbedingt eine zweite Säule, weil sie das Geld auch benötigen im Moment. Aber ich glaube, wenn wir die zusammenzählen würden, wie es ja übrigens auch bei der AHV geschieht, dann wäre auch der Anreiz weniger, dass Leute so in tiefprozentig angestellt werden, sondern dass dann eben auch 50% oder 60% Stellen gewährt werden, wenn die entsprechenden Arbeitnehmenden das möchten. Dann der Koordinationsabzug, der muss auch gesenkt werden. Da ist es dann noch eine schwierige Situation, eine gerechte Senkung mit gerechten Folgen zu erreichen. Also wenn jemand 50.000 Franken verdient und Vollzeit arbeitet oder 50.000 verdient und 50% arbeitet, dass wir da nicht Ungerechtigkeiten haben, dass eben Tieflöhner schlechter gestellt sind. Das ist die Herausforderung, die wir zu lösen haben. Und das wird auch teurer in diesem Bereich, das ist ganz klar. Jetzt gibt es nicht unbedingt in der Politik, aber aus der Wirtschaft, beispielsweise von Avenir Suisse, die Forderung oder den Vorschlag, man könnte eigentlich eine Art freie Pensionskassenwahl einführen. Vielleicht könnte man so auch eine Pensionskasse viel besser auf die jeweiligen Bedürfnisse eines Versicherten ausrichten. Das ist eine gangbare Lösung. Also ich bin da sehr skeptisch, weil eben gerade wenn wir gerade Menschen im Tieflohnbereich besser stellen möchten in der zweiten Säule und sie motivieren müssen, eine zweite Säule zu wählen, wie können sie das wählen? Und wenn wir auch sehen, doch wie die Vorsorgelandschaft, die Zweitsäulenlandschaft im Moment relativ angespannt ist, weil eben die Renditen nicht mehr da sind, überhaupt die Garantien schwierig geworden sind, dann zweifle ich, ob das ein guter Weg wäre, eine freie Wahl. Also ein weiterer Punkt, den ich eigentlich fordere und mit dem ich leider bei der Altersvorsorge 2020 gescheitert bin, ist beispielsweise, dass im Pensionsalter der obligatorische Bereich nicht mehr ausbezahlt werden darf. Also das heißt eigentlich, dass man, wenn im
Pensionsalter der obligatorische Teil der Altersvorsorge als Rente bezogen werden muss. Und wenn ich sehe, wie sich die Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen dagegen gewehrt haben, weil sie es eigentlich vorziehen, wenn die Leute das Kapital beziehen, dann ist das ein weiteres Argument, wo ich eigentlich sehr große Zweifel habe, ob eine freie Wahl der Vorsorge, im Moment sucht man eine günstige, ob dann die Garantien im Alter für eine Rente, wie sie eigentlich die Verfassung fordert, den Lebensstandard einigermaßen halten könnte, das wage ich zu bezweifeln. Sprechen wir noch kurz von der dritten Säule. Da geht es ja um die Eigenverantwortung. Man könnte auch sagen, sollten die Leute nicht einfach auch mehr sparen einfach für das Alter? Ja, das ist sicher eine gute Sache. Aber wenn ich ehrlich im heutigen Umfeld sehe, junge Familien, die sich vielleicht noch ein Haus oder ein Eigenheim wünschen, das sparen für dieses Eigenheim. Ich glaube, eigentlich mit Kindern, mit einer Familie, muss man schon ein rechtes Einkommen erzielen, um sich dann noch eine dritte Säule ansparen zu können. Also ich finde das gut, aber ich glaube eigentlich, die Politik muss eigentlich sich auf die erste und auf die zweite Säule konzentrieren. Ein Generationenvertrag, das ist eine Geschichte, die wir schon angesprochen haben. Muss man den irgendwie in der heutigen Zeit anpassen? Es braucht immer Anpassungen, weil wir leben heute eigentlich in einer Vier-Generationen-Gesellschaft. Und wir haben diesen sogenannten Generationenvertrag immer noch eigentlich auf eine Drei-Generationen-Gesellschaft ausgerichtet. Also beispielsweise bleibt das Vermögen bei den Rentnern, also Rentner beerben Rentner. Und das sind eigentlich schon Herausforderungen, die man auch ganzheitlicher angehen müsste. Also ich sehe beispielsweise bei der AHV. Die AHV basiert immer noch auf dem Familiengesellschaftsbild Anfangs 20. Jahrhundert. Der Mann als Ernäher und die Frau, die Kinder erzieht. Die Frau ist immer noch mit dem Mann mitversichert. Sie kriegt Witwenrente, auch wenn sie keine Kinder hat und wenn sie selber nicht eben erwerbstätig war. Also ich glaube, das ist ein Element des Generationenvertrages, der noch im letzten Jahrhundert stecken geblieben ist. Und was mich eigentlich besonders stört, ist, dass eigentlich von linker Seite, auch wenn man beispielsweise die Witwenrente oder Kinderrenten, die völlig überrissen sind, teilweise angehen will, dass sie sich gegen alles wehren. Und da ist es dann eben schon schwierig, auch Entwicklungen zu machen, Anpassungen im Generationenvertrag und auch Leistungen, die im letzten Jahrhundert richtig und nötig waren, heute aber nicht mehr, dass man die auch anpasst, aufgibt und das Geld dort einsetzt, wo man es eben auch heute durch den Wandel auch braucht. Frau Humbel, uns läuft wirklich die Zeit davon. Wir könnten noch lange über die Vorsorge sprechen. Wir wechseln sozusagen das Thema Gesundheit. Und auch hier vielleicht wieder die Anknüpfung an die Pandemie, die jetzt unterdessen ein Jahr dauert. Es ist so eine Art Reality-Check für unser Gesundheitswesen, ganz kurz. Wie schlägt sich das Schweizer Gesundheitssystem in dieser Pandemie? Ja, ich würde jetzt ehrlich sagen, dank des guten Gesundheitswesens, der Spitäler, des guten Gesundheitspersonals, Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, sind wir verhältnismäßig gut durch diese Krise gekommen, was vor allem auch die Behandlung von Patientinnen und Patienten betrifft. Aber auf der anderen Seite wurde uns natürlich drastisch vor Augen geführt, wie wir eigentlich einen enormen Nachholbedarf haben in der Digitalisierung. Ich glaube, dort, wo es gefehlt hat, ist es einfach eben die mangelnde Digitalisierung, um schnell gut reagieren zu können. Und da haben wir einen großen Nachholbedarf. Das Gesundheitswesen kam zum Teil an die Grenzen bisher, aber es wurde eigentlich, es funktionierte immer weiter. Unter anderem auch, weil beispielsweise im ersten Lockdown man alle nicht notwendigen oder nicht dringenden Operationen ausgesetzt hat. Jetzt gibt es zwar keine Pflicht dazu, aber auch jetzt setzen die Spitäler Operationen aus. Hat das sogar den positiven Nebeneffekt, dass man damit geholfen hat, unnötige Eingriffe zu verhindern? Ja, es gibt sicher beides. Also ich glaube, im Frühling
wie ich auch von Spitälern höre, wurden teilweise auch schwerere Erkrankungen verpasst, mit entsprechenden Folgen. Aber andererseits, glaube ich schon, hat es schon auch ein Bewusstsein hervorgerufen. Also welche Eingriffe, Wahleingriffe braucht man zu Sanierungszwecken, sage ich etwas despektierlich. Also braucht man das Hüftgelenk schon oder kann man noch mit konservativen Therapien, mit entsprechend ja, Übungen sich selber auch helfen. Also ich denke, diese Frage, das ist schon noch wichtig, diese Frage auch zu klären. Wie viele Eingriffe wurden verpasst und wie viele wurden eigentlich nicht erbracht und man merkt nichts oder niemand kommt zu Schaden. Im Gegenteil, es geht den betroffenen Menschen genauso gut. Das Ziel, das Gesundheitswesen nicht zu überlassen, das ist eigentlich die Richtschnur in dieser Pandemie. Und da werden die Maßnahmen, die Einschränkungen darauf ausgerichtet. Man nimmt damit aber auch wirtschaftliche Schäden in Kauf, ist das richtig? Das ist eben die schwierige Frage, die ja der Bundesrat, das ist vor allem die Exekutiven in diesen Monaten immer zu entscheiden hatten. Wie weit können solche Einschränkungen zum Schutz der Menschen, zum Gesundheitsschutz, zur Eindämmung der Pandemie verfügt werden? Und wie weit nimmt man eben auch Kollateralschäden in Kauf? Und also Kollateralschäden meine ich nicht nur die wirtschaftlichen Folgen, sondern eben auch die gesundheitlichen Folgen, beziehungsweise gesundheitliche Folgen, welche häufig aus Existenzängsten, verlorenen Arbeitsplätzen entstehen, auch bei den Schülerinnen und Schülern, die teilweise halt Mühe haben, wie weit werden sie dann abgehängt. Und das ist ein stetes Abwägen. Und deshalb ist es ja eigentlich auch richtig, kommen jetzt wieder Lockerungsschritte. Sprechen wir von diesen Diskussionspunkten im Gesundheitswesen, die schon länger uns beschäftigen, länger als diese Pandemie. Ein großes Thema sind die jährlich steigenden Krankenkassenprämien. Die sind ein Thema, die vor allem tiefere Einkommen, aber auch viele Familien beschäftigen. Ist das eigentlich nicht einfach auch in Kauf zu nehmen, weil gleichzeitig wird auch das Gesundheitssystem, das Gesundheitswesen immer besser, eine Art Fortschrittsprämie, die man einfach akzeptieren muss? Ja, natürlich haben wir die demografische Entwicklung und wir haben den medizintechnischen, auch den therapeutischen Fortschritt, den wir finanzieren können. Aber wir haben natürlich auch eine Riesenverschwendung in diesem System. Also die Akademie der Wissenschaften hat einen Bericht verfasst und festgestellt, nur schon die mangelnde Koordination unter den Leistungserbringern kostet uns pro Jahr 3 Milliarden Franken. Oder wir leisten uns dass wir jährlich 40 Tonnen Medikamente als Sondermüll entsorgen. Das sind die Medikamente nicht einmal dabei, die einfach noch im Abfall landen. Also die Medikationstreue ist schlecht. Ärzte verschreiben Medikamente, weil Patienten wollen die Medikamente. Sie lesen vielleicht zu Hause, was die Nebeneffekte noch sein können, die Nebenwirkungen sein können, und dann schmeißt man sie weg oder nimmt sie nicht mehr. Wir haben auch etwa 8% der Spitaleintritte durch Medikationsfehler. Und ich glaube, da haben wir eben schon ein Potenzial, diese Verschwendung und diese gewisse auch Übermedikation, Mehrfachuntersuchungen zu verhindern, um dieses Geld dann eben auch für Innovationen einsetzen zu können. Also wenn Sie sagen, es ist ein Problem der Verschwendung, das tönt dann wäre das eigentlich eine einfache Sache, das zu lösen. Es tönt schon einfach, das zu lösen. Und es braucht aber natürlich auch den Willen aller. Und da bin ich eigentlich wieder bei der Digitalisierung. Wir haben ja lange Diskussionen um ein elektronisches Patientendossier, das eigentlich an Aktualität jetzt gewinnen würde oder wichtiger würde. Aber es ist freiwillig für den ambulanten Bereich. Dabei wäre ein elektronisches Patientendossier sowohl für Patientinnen und Patienten, primär für Betroffene, sehr wichtig, aber auch für Leistungserbringer. Gerade wenn ein alter Mensch Spitex betreut wird, hat verschiedene Ärzte, bekommt verschiedene Medikamente aus verschiedenen Apotheken, dass hier eine bessere Medikationstherapie-Compliance erreicht werden könne, das kann heute eigentlich nur noch digital erfolgen. Und da hätten wir schon ein großes Potenzial. Aber das braucht den Willen und die Bereitschaft aller auch mitzumachen und Transparenz zu schaffen. Und das ist ein großer Mangel.
Eine Forderung, die schon seit Jahren von den Krankenkassen kommt, aber auch von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, auch von Ihnen, ist die berühmte Abschaffung des Vertragszwangs, also die größere Freiheit für die Kassen, eben nicht mit allen leistungserbringenden Verträgen abschließen zu können. Ganz kurz, was würde das bringen? Es darf ja nicht nur auf die Kosten fokussiert werden, sondern es muss immer die Qualität und die Kosten zusammen. Deshalb haben wir ja auch die KVG-Reform Qualität und Kosteneffizienz. Und da bin ich eigentlich sicher, dass es mehr Transparenz bringen würde. Aber selbstverständlich bedürfte es auch, dass die Krankenversicherer sich auch in der Rolle als Mitverantwortliche für die Versorgungssicherheit sehen. Das sind natürlich viele Krankenversicherer noch nicht oder nicht so weit, weil sie sich als Finanzierer von Leistungen sehen, aber nicht als eigentlich Mitverantwortliche für die Versorgungssicherheit. Und das würde das bedingen. Aber ich glaube, realpolitisch ist es einfach unmöglich, eine Lockerung des Vertragszwangs so umsetzen zu können. Es ist primär jetzt eine Frage, eigentlich, wie kann man die integrierte Versorgung, das ist ja wieder ein Vorschlag, der im zweiten Kostendämpfungspaket kommt, dass sich die Versicherten eigentlich wie entscheiden müssen, welcher Arzt ist eigentlich meine primäre Ansprechperson und oder die Person, die Patientin, der Patient dann auch etwas gesteuert, ist nicht ein schöner Begriff, aber wo man sich zusammen zurechtfindet im ganzen Gesundheitswesen, dass man nicht dieses Ärzte-Shopping, wie es despektierlich auch genannt wird, weitertreiben kann. Das ist ja der große Unterschied in der Krankenversicherung zur Unfallversicherung, wo die Unfallversicherung mitsteuern kann. In der Krankenversicherung ist das nicht möglich. Die Krankenkassen müssen heute einfach bezahlen, was ein Arzt für einen Patienten in Rechnung stellt. Und das wäre natürlich ein Vorteil, wenn die Krankenversicherer da auch etwas eine Steuerungsmöglichkeit bekämen. Das wäre dann eine Zwischenlösung, nicht die Vertragsfreiheit, sondern mehr auch ein Naturalleistungsprinzip, also wie es eben bei den Unfallversicherungen möglich ist, dass die Krankenversicherungen mitsteuern können. Nicht einfach, wenn ein Arzt sagt, sie brauchen das nicht, gehen viele natürlich zum nächsten Kampf. Also den Kampf für den Vertragszwang haben Sie sozusagen aufgegeben jetzt im Moment zugunsten einer solchen integrierten Versorgung? Ja, ich war natürlich dann große Verfechterung der Managed Care-Vorlage. Auch die ist gescheitert, obwohl in vielen Kantonen ein großer Teil der Versicherten oder die Mehrheit der Versicherten in speziellen Versicherungsformen ist, der integrierten Versorgung der Hausarztmodelle. Aber diese Entwicklung geht ja weiter, obwohl die Vorlage gescheitert ist. Aber es wäre noch ein besserer Anreiz gewesen. Und ich glaube, in dieser Richtung muss einfach weitergearbeitet werden. Frau Humbel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.